Ja, aber wie war das letztes Jahr? Wann ging letztes Jahr der Weihnachtsstart in Fortnite los? Mit dem Weihnachtsbus und all der ganzen Sache, all den ganzen Angelegenheiten. Haut mal raus. Wann war das? Ist da jemand noch in the building? Hat jemand die Daten rausgekramt? Das ist echt eine gute Frage, ne? War das direkt am 1. Dezember? Ich meine, am 1. Dezember müsste es ja allerspätestens sein, dass hier die Map verändert aussieht. Aber ist halt die Frage, ne? Kommt das Update-mäßig zusammen? Wenn der 1. Dezember ist ein Sonntag. Also, entweder müsste es ein Update am Samstag oder Sonntag geben. Wären aber auch an sich gute Live-Event-Termine, wenn Sie mich fragen, Brüder. Gute Live-Event-Termine. Samstag, Sonntag. 5. Dezember. Okay. Wenn wir das wirklich jetzt mal so an diesen Update-Tagen festhalten, dann wäre natürlich ein guter Zeitpunkt der 3., 4. oder 5. Dezember diesen Jahres. Das könnten so die Termine sein, wo das Winter-Update beginnt. Und auch die Karte dementsprechend anders aussieht. Ja, eine neue Karte am Start ist. Die Wintermap, wie ich sie hier genannt habe. Ja. Bandagen-Bam-Bambrobium, ach, was auch immer. Diese Bandagen-Bazooka. Die ist jetzt auch wieder da. Die werden wir uns heute ehrenlos in diesem Stream gönnen. Um nicht zu sagen, die werden wir ehrenlos in uns tief im Inneren manifestieren und sagen, die wollen wir jetzt im Inventar haben, weil die war schon ziemlich geil und ich fand es schade, dass die rausgenommen worden ist. Die Fischbrutsbazooka, ja, so würde sie wahrscheinlich heißen, wenn er sie tragen würde. Wahrscheinlich. Hi Christian, moin, was geht? Ich grüße Sie. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass irgendwie heute nicht viel an Informationen rüberkam, oder? Die Informationen, die wir von den Leakern bekommen, wird von Mal zu Mal weniger. Und ich glaube, so langsam können sich die Leaker langsam verabschieden, oder? Ich meine, wenn es nichts mehr zu leaken gibt, wozu haben sie noch ihre Accounts? Die werden tot nach der Zeit. Die werden sterben. Die sind jetzt auch, glaube ich, schon ziemlich stark eingeschränkt worden, dadurch, dass so wenig in der letzten Zeit gekommen ist. Also, ich weiß nicht, ob Epic Games sagt, ja. Ach, das werden die niemals bewusst sagen, Mann. Das kannst du vergessen. Aber schon lustig, dass die Leaker-Szene gerade am Wegsterben ist, wo kaum noch Content kommt, ne? Ist überall ein Schelm, wer Böses denkt, ne? Ob das bewusst war. Was mit Mario Kart Tour? Ja, ich habe gehört, man sollte irgendwie eine gewisse Version von Mario Kart Tour nicht runterladen, weil sonst zerbombt euch das komplett euren Account und löscht euren Account. Und wahrscheinlich auch euer Handy. Das wird dann instant gelöscht, so, ne? Das dann direkt weg. Ihr habt das Handy noch in der Hand und dann ist das weg. Das wäre passiert, wenn ihr das Update runtergeladen hättet. Aber das soll jetzt irgendwie gefixt sein. Und was soll ich sagen? Ich habe es installiert. Ich habe gesehen, wie Anime Channel einfach Santa Mario und Rosa Gold Peach in einer Zündung bekommen hat. In einer 10er-Zündung. Und dann war für mich schon wieder komplett vorbei. Dann war es das auch wieder direkt für mich. Ja, so ist das halt, ne? Man kennt das. Es ist Winter. Nee, noch nicht ganz, Bruder. Aber ich weiß es nicht. Wann ist Winteranfang? Ist Winteranfang erst nächstes Jahr? Sind wir immer noch im Herbst drin? Ja, ne? Es ist gefühlt schon Winter, aber es ist halt noch nicht kalendarischer Winter. Es ist immer noch Herbst. Es triggert. Also dieses andere überlegen. Uff. De Dezember, ja, alles klar. Wenn dann natürlich auch noch der Weltuntergangskalender zutrifft und zutreffend sein sollte, natürlich, ne? 1.12. Ich hatte auch immer so den 21. oder so im Kopf gehabt, so. Den 23., 21. rum. 21. März, 21. Juni. Ich glaube auch 21. September.
Muss ja. Das ist immer so eine Sache. Ich kann mir das nie merken. Machst du noch Custom Games? Ja, wir schauen wir mal, ne? Müssen wir mal gucken. Ich bin eher gerade darauf bedacht, Level 100 zu werden. Ich habe ja kaum noch Zeit. Ha! An die ganzen Leute, die sagen, ich schaffe es nicht mehr. Level 100. Ja? Level 100 bis Ende Season 1. Was meint ihr, wie möglich das jetzt ist? Das ist... Ich kann jetzt komplett meine Basis chillen. Moin Luca, was geht? Ich grüße Sie. Willkommen. Willkommen. Hi Toxin. Moin, moin. Ach, wieder dieser andere Trick. Oh, fuck, ja. Baumeister Pro. Huch, ja. Falls ihr es verpasst habt, ich habe jetzt Baumeister Pro gelernt. Dass du dieses andere Turbo. Ich habe Kollega produziert. Mois. Ne? Ich habe jetzt einen Stream Baumeister Pro probiert und jetzt kann ich das auf jeden Fall. Ja, Freunde, ich habe Baumeister Pro jetzt gelernt. Ich kann das jetzt. Ich erkläre euch heute, wie das geht. So baut ihr eine Wand. So baut ihr eine Treppe. Und so baut ihr eins Pyramide. Ha, das geht nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Ich schule euch jetzt. Ich weiß jetzt Bescheid. Hallo Sönke. Ich grüße Sie. Ich hoffe, die erweitern den Battle Pass um 50 Stufen oder so. Ja, man muss schauen. Wird wahrscheinlich passieren. Ich weiß halt nicht, ob... Ja, das Ding ist... Sie haben die Season ja nicht verschoben, weil wir zu langsam vorankommen, sondern weil sie zu langsam vorankommen. Wisst ihr, was ich meine? Sie mussten die Season ja verschieben, weil sie es nicht geschafft haben, alles in eine Season reinzuquetschen. Und das ist halt nicht mal viel gewesen, weil es war nichts da, was man reinstopfen hätte können. Das ist... Season 1 war einfach eine Chipstüte, die man gerade über die Kasse zieht, gerade gekauft hat. Aber sie ist beim Kauf schon leer. Das ist Season 1. Das kann man sich doch nicht ausdenken, Mann. Season 1 war so leer. Womit begründen die, dass sie das verschoben haben? Ich verstehe das nicht. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen aus der Luft gegriffen. Aus der Luft gegriffen, so wie die Luft, die man in diese leeren Chipstüten rein fragmentiert hat. Schwein. Oh Gott, Alter. Jetzt kommt so richtig diese Bewährungsprobe, Alter. Hat Kai es gelernt? Dass du diese andere öffentlich-rechtliche Dokumentation... Offensichtlich schon. So, wo ich das dann geschafft habe. Und dann kommt da so die Kamera, die dann... Da wird mir gesagt, ja, jetzt warten Sie, Kamera-Cut. Jetzt müssen Sie sich einmal da hinten hinstellen, damit wir Sie aus einer anderen Perspektive filmen können, wie Sie dann da reinlaufen. Ah ja, und das soll halt echt dann aussehen, oder was? Mois, immer diese Kameraschweine, ne? Ihr müsst immer die Kamerawinkel begreifen. Ihr denkt immer, wenn die Kamerawinkel so fahren, ey, das ist doch voll echt so. Da ist doch gar keine Kamera, da ist doch alles aus den Köpfen aufgenommen. Ja, wahrscheinlich, Alter. Alles ist geskriptet, Mann. Genauso, dass ich die ganzen Jahre Baumeister Pro verhindert habe zu lernen. Und nun mache ich es. Sehen Sie vielleicht den Zusammenhang? Spielst du auf Pro-Controller? Nee, aber auf einem anderen räudigen Nintendo-Controller. Was heißt räudig? Das ist ein cooler Controller. Aber er driftet sehr, sehr oft. Also er drippt sehr oft. Meine ich damit natürlich, ne? Damit wir uns hier richtig verstehen an die ganzen Ehremänner, die natürlich nur das Vokabular kennen. So, für euch ist natürlich gesorgt. Ich habe euch nicht vergessen, ne? In all der Zeit, in der ich so unproduktiv gewesen bin wie ein Stück Scheiße und keine Videos gemacht habe. Und Streams. Ja. Jetzt machen die diesen anderen Mr. Krabs Move, wo er seine Augen aus dem Kopf rauszieht und die erstmal schön aufpoliert. Und das gar nicht glauben kann.
Ein fischiges Yeah. Ja, das geht auf jeden Fall zurück an dich, du Schwein. Grüße gehen raus, jetzt müssen wir aber wirklich loszischen. Ihr wisst ja, ne? Es gibt ja jetzt irgendwie so einen neuen Togo-Kanal, habe ich mitbekommen. Hat was du auf Twitter geschrieben? Der nennt sich irgendwie Togo Plus oder so. Und der ist halt komplett behindert, ne? Stell mal vor, ihr kennt ja diese Twitter-Memes von wegen Togo Talk und so. Wo Nina und Paddy halt meme-mäßig über irgendwas kommunizieren und debattieren. Und Nina macht halt so diese Neutrale und Paddy ist halt so der Asoziale, der immer reimt, ne? Stell mal vor, auf Togo Plus gäbe es dann Togo Talk Deluxe. Und dann machen die das da wirklich und so und bomben sich dann immer zu mit Beleidigungen und so. Es wäre sehr jäh. Der SpongeBob-Film wird echt sehr jäh, Alter. Und ich hoffe, dass das Spiel endlich mal rauskommt, Mann. Und wisst ihr, ich dachte mir, als der Trailer zum Film kam, scheiße, dazu müssen die eigentlich auch noch ein Spiel machen. Aber das werden die in der kurzen Zeit nicht schaffen, weil es soll ja noch dieses Jahr SpongeBob, Schwammkopf, Schlacht und Bikini Bottom rauskommen. Und Bruder, das will ich auch eigentlich let's playen, aber ich habe eigentlich eher Bock, das Ganze in einem Stream durchzuspielen mit 100% und so. Da habe ich irgendwie mehr Bock drauf, um ehrlich zu sein. Grüße gehen raus. Ihr wisst Bescheid, jetzt. Die eskalieren dort, ja. Also die werden halt niemals zwei Spiele in der halt kurzen Zeitspanne produzieren. Vor allem, die haben ja noch nicht mal ein Release-Date genannt für die Scheiße. Es gibt ja nicht mal ein genaues Release-Date, es gibt nur eins und das ist 2019. Also irgendwann dieses Jahr soll es soweit sein. Wow. So. 2019 ist fast vorbei. Die werden SpongeBob safe verschieben. Und das ist mir schon zu dem Zeitpunkt klar gewesen, als sie den ersten Trailer schon gezeigt haben. So spät. Das war doch erst zur Gamescom-Zeit, wo man, glaube ich, richtig erst Gameplay gesehen hat. Und, ne, und es hieß ja, ja, wir müssen ein bisschen polischen, ja. Weil man hat halt gesehen, das ist halt noch eine Alpha-Version gewesen und ist halt noch nicht so krass gepolished, aber es sah eigentlich gar nicht so scheiße aus in der Demo, die man gesehen hat. Da, wo man das erste Level mit Thaddeus gespielt hat, also wo Thaddeus von den Quallen gestochen worden ist, ihr kennt das. Das Level. Ich rede gerade mit euch so, als würdet ihr euch total damit auskennen, ne? Und ihr denkt euch gerade nur so, wovon redet der Mann? Ja, Bruder, SpongeBob, Schwammkopf, Schlacht und Bikini Bottom, habt ihr noch nie eine Gamecube besessen oder eine PS2? Was ist denn los mit euch? Ich wurde gerade gefragt, ob ich gehypt auf die 100.000 bin. Es wird halt irgendwann passieren. Und natürlich, je näher ich diesem Zeitpunkt komme, desto hibbeliger werde ich, weil ich habe zwar noch kein spezielles Special geplant, so, aber wenn eins kommt, soll das zeitnah erscheinen, Mois. Oder fertiggestellt werden und so, ne? Und jeden Tag, den ich halt eben weiter vorankomme in 2019, desto weniger bin ich von den 100.000 entfernt. Und das weiß ich. Deswegen, man wird halt schon von Tag zu Tag aufgeregter und so. Aber nicht nur wegen Specials und so, sondern auch generell. So, du wirst von Tag zu Tag aufgeregter, weil du weißt, dieser Tag kommt. Dieser Tag kommt. So, dann wird der Zeitpunkt kommen, wo dann zack, dann habe ich die halt. Ja. Die Frage ist, du musst mich dann fragen, wenn es soweit ist, wie ich mir dann in die Hosen scheiße. So auf Allmann-Basis. So, dann wird sie aber, ich glaube, komplett ehrenlos in die Hose. Also, das wird, glaube ich, sehr ehrenlos, ja. Ich möchte aber noch kein Urteil abgeben. So. Neue Map bald? Nein, Ferdi, das war anders gemeint. Du hast mich falsch verstanden. Der Titel war so gemeint gewesen. Gemeint gewesen. Was ist das hier für ein Deutsch, Bruder? Sorry. Mit neue Map war gemeint die Wintermap, okay? Ich habe vor ein paar Minuten die Wintermap gezeigt, die kannst du dir anschauen. Ich habe die selber kreiert, muss ich sagen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? So, jetzt kommt wieder ein bisschen Schulterklopfen. Und zwar, ich habe in Photoshop diese Map, die ich euch gezeigt, die auf dem Thumbnail auf jeden Fall. Die ihr im Thumbnail seht, die habe ich selber kreiert. So, das Ding ist, woran habe ich gearbeitet? Ich habe halt nach dem
Verlauf gearbeitet, die der Typ gezeichnet hat, von wegen, ja, so wird die Map verlaufen und da ist das Schneegebiet. Und da habe ich halt eben Photoshop-mäßig, wie ich eben drauf bin, den Schnee reingefotoshoppt. Und so soll das dann aussehen und schmecken. Zum Teufel. Ja, der heilige Jesus, sei ja mit uns, Shadow, was geht? Ehre. Wo ist denn jetzt bitte die Raketenmunition? Ich raste aus. Wieder mal gar nichts gegönnt. 100.000 an Weihnachten. Mal gucken. Mal gucken. Also das Ding ist, dieses Jahr ist eigentlich schon komplett vorbei. Es gibt keine Projekte mehr. Ich werde durch Pokémon Schwert und Schild keine Aufmerksamkeit mehr kriegen. Und die ist mir auch komplett egal. Weil, obwohl wir die weitesten sind, so im Freegover, das juckt, glaube ich, nicht. Deswegen fahre ich da nicht mehr groß von wegen, dass wir damit noch neue Leute erreichen, so. Fortnite ist der Zug auch abgefahren. Das Spiel geht jeden Tag mehr den Bach runter, so. Muss man auch sagen, irgendwo auch selber schuld, ne? Aber leider fährt sich das Spiel momentan so ein bisschen gegen den Karren und... Ah, ja. Der heilige Mois, meine Brüder, da haben wir ihn. Yeah. Her damit. Schwein. Okay, nice. Bandagenbazooka und die schmeckt. Mhm. Okay, deswegen, ich muss das jetzt lernen, Alter. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss das mit dem Bauen jetzt lernen. Jetzt passt mal auf, wie ich... Fuck, jetzt habe ich voll reingeschissen. Jetzt passt mal auf, wie schnell ich bauen kann. Yeah. Cool, oder? Ich glaube, schneller als mit Kampf Pro auf jeden Fall. Hat jemand die Zeit gestoppt? Ja, das ist Bescheid, ne? Ja. Schön. Richtiger Experte, Alter. Erstmal ein Dach bauen, Alter. Mois. So, müssen wir immer ein bisschen platzieren, ihr kennt das. Ich bin der gute alte Jemeister Pro. Ich bin es. Hm. Jedenfalls, worauf ich hinaus... Worauf wollte ich hinaus? Ich habe den Punkt wieder mal nicht gefunden. Na. Eckbert von R. Er hat etwas sehr Ehrliches getan. Bitte benenne dich bitte in Erich um, ja? Also, sehr geehrter Eckbert, Erich von R. Vielen Dank fürs Abonnieren. Ein sehr ehrlicher Move. Und willkommen in der Random Army. Ehre, Mann. Danke. Ich grüße Sie. Ich bin immer so gezwungen, in die Webcam zu gucken. Ne? Ich zwinge mir das immer auf, ne? Ich gucke manchmal so übertrieben auf Krampf in die Cam, weil ich mir denke, ja, das ist so ein... Ich gucke jetzt in die Cam-Moment. Aber dann denkt sich meine Cam, Moment. Nein, das muss nicht sein. Mois. Ist das ein Bot? Hm. Ja, Moisander. Bendis! Ob das letzte Duell ist. Der Typ ist einfach der letzte und es ist wahrscheinlich ein Bot. Oder was? Meine Herren, meine Ambrosiusse, dies soll es an der Stelle wieder einmal gewesen sein. Huch! Huch! Ja, es schmeckt. War das jetzt ein Bot oder nicht? So, und das wird ein ehrenloser YouTube-Titel werden. Und zwar folgendermaßen. Epischer Sieg. Epischer Sieg mit der neuen zurückgekommenen Waffe. Merkt euch diesen Namen.
Thumbnail noch an der Stelle und dann bin ich auch eigentlich durch, oder? Sehr schön. Es war kein Bot, aber er hat sich so verhalten, weil er runtergelaufen ist und gebaut hat. Was ist denn los mit dem? Kai hat eine Runde mit einem Kill gewonnen. Muss auch mal jemand schaffen, ne? Einer muss es ja tun. Vielen Dank an Randombart, der hat ein sehr ehrenhaftes Emoji dagelassen. Einen sehr, sehr schönen Supersticker mit einem Nilpferd, das klatscht. Und GG und so. Danke, Mann. Kuss! Kuss an dich, Bart. Danke, Mann. Vielen Dank für die ehrigen 5 Euro. Und danke an den Metzger HD. Hashtag Schinkenwurst. Kuss geht auf jeden Fall raus an dich, du Schwein. Vielen, vielen Dank und Ehre an dich. Willkommen in der Random Army. Ein weiterer Ehrenmann, der abonniert hat. Jetzt abonnieren und somit einer der letzten von den 100.000 sein, bevor es zu spät ist. Ja, das ist gerade dieses andere Tele-Home-Shopping, wo ich gerade irgendwelchen Leuten was versuche. Warte mal kurz. Das ist auch gerade dieser andere YouTube-Titel von wegen gewonnen mit Baumeister Pro. Das wird mir jetzt erst klar. Dieser andere YouTube-Titel, wo ich sagen muss, ich weiß nicht, was ich reinschreiben soll, weil einfach so viel Krasses passiert ist.